später gab es dann auch die Linie 3000 und gegen die, wir hatten auch eine gute Landsmannschaft und 1960 mit dem Mercedes 300 SL Roadster, mit dem Werkswagen von Mercedes gegen 3 aus den Linien, war bei der Deutschlandwanne. Bergauf war ich immer schneller und bergab waren die Ausstieg schneller, weil die waren leicht und haben gute Scheibenbremsen. Okay, aber das ist auch eine grüne englische Roadster-Marke und ich wünsche auch viel Glück und gute Fahrt heute. Ein Mercedes von der 69, da weiß ich gar nicht, was ist schon typisch, wenn wir hier so gut sind. Erste Serie. Ja. Und wie lange haben Sie den schon? Also den habe ich letztes Jahr gekauft, weil ich halt Freude auch dran habe, weil alte Autos und nicht immer wieder Sachen. Ja. Ich mache nicht nur bei Rennen mit, sondern sind auch sonst damit unterwegs. Sonst bin ich auch unterwegs, der Oldtimer-Treffe und ab und zu, ja. Okay. Das Opel-Radio drin sehe ich gerade. Es war kein Radio drin und dann habe ich halt eine Jacke an der Rennen, habe ich wieder auf Besuche, nach Madeco, Mexiko. Auf jeden Fall ist das Diesel und das erste Diesel, der heute halt da ist, braucht man ja auch das teure Auto, was nachher kommt, ist dann auch noch ein Diesel. Da sind Sie nicht allein. Gut, dann viel Spaß. Gute Fahrt. So, jetzt haben wir wieder ein Fiat 124 Spider. Da haben wir auch schon einen Tag abgehalten. Wir haben jetzt auch noch geworfen waren. Und ich sage, die großen Stückzahlen damit gebaut worden. Und über viele Jahre unverändert die Karosserie ist gar nicht ein Pin in Farina. Und ich stelle das Auto in die gute Fahrt. So, jetzt haben wir also ein Durchbruch, den 2TV, Baujahr 74. Das war die französische Antwort auf den Volkswagen. Und davon gebaut worden. Ich glaube, die ursprüngliche Auflage für die Konstrukteure war, dass also wir weit reinpassen müssen und die Aufgaben weit machen. Da müssen die Bauern Prognose, dass wir nur einen Damen haben für mich. Hier in der Ecke haben wir noch einen zweiten Damen. Und wer sagt, wie ich den Kindrecht entgegen könnte? Aber immer wenn wir auch ein Zeichen. Gut, das kommt ja auf die Liste. Ja, das ist ganz gut, aber Freunde sollten wir auch mal nehmen. Das wird ja ganz gut durchgeführt, aber es ist ja trotzdem ein cooles Auto. Könnt ihr auch noch Verdeck hochmachen, oder nicht? Verdeck hochmachen, da. Da. Ja, da haben sie dann doch ein bisschen, gut, da haben sie viel Erfolg und viel Spaß in der Ente. Den Dürfel hoch. Gut gemacht. Ja. Jetzt haben wir wieder einen 3er, der 6, Baujahr 76, haben wir halt auch schon ein paar gehabt. Aber es kommt auch dafür, waren sie jetzt auch, also da muss man gute Konditionen haben als Fahrer. Aber eigentlich ist es ja schönes Wetter und wir haben ja nur 80 Kilometer, also das kann man nicht verstehen. Gute Fahrt. Sie sind extra aus Göttingen gekommen und nehmen zum Kennzeichen. Also, sind die 10 oder was weiß ich, wie viele Jahre? Also, ich bin auch mit Rädern gefahren, also auch mit Rädern. Hast du dann rüber zu sagen, wenn man mal kombiniert? Haben wir öfter keine Rädern?